Resident Evil Revelations. Willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil Revelations. Und ja, ich habe jetzt nichts gefunden, aber ich glaube, es gibt nur einen Weg und der ist hier oben drüber. Nein, ich glaube, das ist immer so. Wir müssen ja hier durch. Irgendwie, es macht irgendwie alles keinen Sinn, außer das hier. Und hier kommen wir zumindest weiter. Zumindest weiter als vorher. Ja. So müsste es funktionieren, zumindest. Jetzt kommen wir auch hier nämlich hier dran. Das heißt nur noch vorne. Wo können wir jetzt lang? Jetzt sieht man hier hin eigentlich. Okay. Da liegt was. Oh, hier kommt durch, okay. Ah, ja, stimmt, jetzt war hier war in der Sperre, ne? Ja, halt mal nicht durchkommen, aber hier können wir jetzt durchkommen. Ah, passt besser, okay. Das war also richtig. Ja, alles unter Wasser hier, also das ist nicht schön. Hier durch. Na, scheiß Viecher. Da. So. Hoch. Okay. Hier der Ausgang. Da. Ich aufnehmen, Jörg. Hier ist Chris. Alles okay? Chris! Ja, uns geht's gut. Aber das Schiff sinkt schnell. Nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Okay. Wir warten. Gut. Bis bald. Chris Ende. Ja, dann zurück in halt in den Casino und dann in die Halle. Das ist ja dann recht einfach dann noch. Ach, noch so ein Vieh. Das war was hier. Ganz umhererei da. Ja. Hörst du? Da! Hättest beinahe die Party verpasst. Okay. Okay. Das kam jetzt ein bisschen kurzfristig. Veltro. Weiter. Kurz zuvor mit dir. Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles klar, wir werden dort warten. Okay, bis gleich. Chris Ende. Das ist sie. Die Queen Zenobia. Oh Mann. Wer was von ihr noch übrig ist.
Hä? Pass auf, da draußen ist was. Oh yeah. Auf was schießen wir eigentlich? Seeschlangen? Wozu sind wir hier? Granaten, ja, zwei Granaten. Schön. Immer diese verdammten Tentakel! Warum haben wir nicht den Helikopter genommen, Chris? Weil der Satellitenlaser die Elektrode zerstört hat. Ja, schlimmer als ein Stromausfall. Wow. Oh. Wie viele von denen gibt es? Ist das für ein scheiß Ding da? Die lassen nicht nach. Boah. Jetzt. Kühlen, okay. Wer fährt das Ding hier? Boah! Da! Ah. Ist der Scheiß wieder da. Da! Ah. Da! Ah. Kommt wieder überhaupt näher? Ich weiß gar nicht. Sieht schon so aus, aber irgendwie auch nicht. Okay, das scheint so. Da. Ja. Ja. Jetzt sind wir da oder was? Ja. Wir müssen irgendwie auf die Zenobia kommen. Ja, irgendwie. Geht dir was aus? Fährt da hoch an der Wand. Hier können wir an Bord. Jessica, wir müssen ein Versprechen einlösen. Auf geht's. Toll. Wir beide auf einer Kreuzfahrt. Aber leider säuft das Schiff ab. Schade, ne? Freunde der BSAA, ihr habt die Regia Solis gestoppt. Jetzt werde ich berichten, was ich weiß. Alles über die Queen Zenobia. Und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Hört mir zu. Erstens, warum wurde die Queen Zenobia erst jetzt gefunden? Wie konnte sie unentdeckt im Mittelmeer umhertreiben? Das war kein Magiespiel. Zweitens, warum verschwanden alle Spuren von Veltro nach der Terragritia-Panik? Sag du's uns doch, hä? Und drittens, warum will jemand mit der Regia Solis die Queen Zenobia zerstören? Die Antworten auf diese Fragen führen zu einer unbequemen Wahrheit. Ihr musstet sie finden und das... Oh! Jessica! Warum hast du auf ihn geschossen? Um unsere Leute zu beschützen. Ist das nicht unser Job? Stirb mir ja nicht weg! Raymond? Verdammt. Raymond? Aber wieso? Warum spielst du auf der Seite von Veltro? Was meinen Sie? Finde die Wahrheit über Terragritia. Da habe ich jetzt nichts gehört, oder ist das so, gewollt, dass, dass man da nichts hört? Okay. 19. Ja, gut, das weiß ich, weil ich mit der Rettung geschossen habe.
Und zu oft daneben geschossen habe, vor allem. Aber ja gut, wie willst du denn da SPS kriegen? Muss ja mindestens 80% haben, so. Kann ich auf jeden Fall nicht. Weiter. Haben noch ein bisschen Zeit. Schrecklicher Verlust. Das Schiff wird's nicht mehr lange machen. Der Virus darf auf keinen Fall ins Meer gelangen. Wir haben die Queen Semiramis durchsucht. Ich glaube, ich weiß, wo das Labor liegt. Wir machen uns auf den Weg. Gut. Ich werde versuchen, den Untergang zu verzögern. Jessica, kommst du mit? Ja. Tja, ein freundschaftlicher Partnertausch sollte uns auf Trab halten. Verstanden. Wir kümmern uns um den Virus, ihr verschafft uns Zeit. Okay. Jill, die geht überall, sogar unter Wasser. Das sollte die Dinger aufhalten. Danke, Chris. Ach ja, ich habe die möglichen Standorte für das Labor markiert. Er versteht's einfach nicht. Was für ein Langweiler. Vielleicht ist er vergeben, Jessica. Ja. Ich hab's ja irgendwie vergeahnt, dass Jessica irgendwie auf Chris steht. So halb. Dann war alles Raymonds Werk? Nein. Ich glaube, wir kennen nur die halbe Wahrheit. Bei dieser Mission ergibt vieles noch keinen Sinn. Hast du allerdings recht. Zum Labor. Ich glaube, wir waren schon mal im Labor. Ja, Pulsgranate. Schön. Bringt so jetzt nichts. Ich hätte wahrscheinlich das Ding betäuben können, aber das macht auch keinen Sinn jetzt. Schnell! Durch den Kielraum geht's zum Labor. Gut, das heißt, wir schwimmen. Vorsicht! Im Wasser wimmelt es vor Infizierten. Verstanden. Ja, das ist so ein Infizierter. Hier. Ja. Weltraum-Schlüsselkarte verwendet. Avoid, ja? Munition, drei Stück. Juhu. Na? Ja, das kann ich nicht. Atro geht nicht. Kann ich nicht verwenden, das Ding oder was. Hilfreich, wenn ich sie nicht verwenden kann. Ja. Ist hier gerade mal ein Luftloch? Nee. Dann muss ich weiter. Schnell weiter. Ach, gut. Okay, ja. Chris geht da hinten hoch, dann ist Windwohl hier richtig. Gleich davor. Wo? Okay, da rein. Du meinst, Chris. Wo lang willst du hier? Dahin? Chris? Ja, stimmt, hier war. Ja. Da waren wir schon mal aufgegangen, oder? Hier waren wir schon mal. Jill, versuch's damit. Einzelfall. Der Schlüssel war auf der Semiramis.
Wenn die Schiffe baugleich sind, ist das Labor da lang. Okay. Gut, bis wir hier dann weitermachen, mache ich kurz einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bis dann.